Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher der vedischen Astrologie. In diesem circa 15- bis 20-minütigen Video geht es um die Deutung der Sterne für den Monat Oktober 2019 anhand der jeweiligen Aszendenten. Das bedeutet, Sie müssen Ihren Aszendenten kennen, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie gerne unterhalb dieses Videos auf einen Link gehen. Von dort aus kommen Sie auf eine Webseite, wo Sie gratis Ihren Aszendenten ermitteln können, sodass Sie dann wissen, welches dieser 12 Videos jetzt für Oktober für Sie das Richtige ist, ob eben Aszendent Widder oder Waage oder Krebs und so weiter. Ja, dann immer lohnend, immer gerne gelesen, die vedischen Astro-News, mein gratis Newsletter, der einmal im Monat erscheint. Jetzt kommt die neue Ausgabe heraus, darin wird es um eine Geburtsurzeit gehen, die korrigiert wird für die Bundeskanzlerin, dann hat man das genaue Horoskop von ihr. Auf dieser Basis wird darin auch eine Deutung enthalten sein für die nahe Zukunft der Kanzlerin, was ja dann auch interessant ist für die Zukunft Deutschlands, die daraus abgeleitet wird. Und vieles, vieles andere mehr. Sollten Sie noch nicht eingetragen sein in meinem Verteiler für die vedischen Astro-News, so befindet sich auch hierfür unterhalb dieses Videos ein Link, wo Sie sich registrieren können, um auch künftig einmal monatlich gratis diese sehr gern gelesenen vedischen Astro-News zu erhalten. Ja, dann aber zu dem großen Highlight für die nächsten Wochen. Und zwar meine Ehefrau Brunhilde, die auch hauptberuflich tätig ist als vedische Astrologin und Horoskope erstellt, bietet nun bis 14. Oktober den großen Selbsterkenntnis-Herbstmarkt an. Hier finden Sie Nahrung für Ihre Seele und das ganz besondere Schmankerl ist, dass Sie auf bis zu 25% Rabatt bekommen für verschiedene vedische Horoskope. Achten Sie allerdings darauf, dass es nur für 30 Stück gelten wird. Und auch hierzu befindet sich ein Link unterhalb des Videos, dass Sie mal reinschauen können und stöbern können. Sicherlich ist auch etwas für Sie dabei. Nun aber los, und zwar mit der Deutung der Sterne für den Monat Oktober 2019. Ja, Aszendent Wassermann, dann wollen wir schauen, wie es für Sie aussieht im Monat Oktober 2019 anhand der Transitpositionen der Planeten. Wir lassen dazu gleich mal die gesamte Mannschaft einfliegen und dann sehen wir, dass die Sonne und Venus und auch der Mars die meiste Zeit das so wichtige 9. Haus besetzen. Damit werden die Bedeutungen des 9. Hauses für Sie im Monat Oktober 2019 präsenter oder wichtiger oder betonter. Nun, wofür steht das 9. Haus? Das 9. Haus ist das günstigste Haus in der vedischen Astrologie. Das bedeutet, es ist das größte Glückshaus und so kann sich, je nachdem, was auch Ihr Geburtshoroskop noch individuell anzeigt, jetzt leichter etwas Günstiges ergeben für Sie im Monat Oktober 2019. Sollten Sie in der Vergangenheit gute Taten vollbracht haben, sprich gutes Karma gesät haben, weil Sie eben in Übereinstimmung mit den kosmischen Gesetzen gedacht und gehandelt haben, dann wird sich auch jetzt leichter oder eher die Gelegenheit ergeben, dass eine günstige Fügung oder etwas Gutes für Sie sich ereignen möchte. Nun, das macht verständlich, wenn ich Ihnen auch gleich sage, was die weiteren Bedeutungen des 9. Hauses sind, denn das 9. Haus steht für Vishnu oder in unsere christliche Tradition übersetzt bedeutet das für Gott selbst. Es steht aber auch für die göttliche Gnade. Und
Ja, das sind selbstverständlich auch wunderbare Bedeutungen. Aber das neunte Haus steht deshalb auch für Glück und eben auch für, ja, gutes Schicksal. Nun, Sie müssen nicht warten, bis die Dinge zu Ihnen kommen, weil, wie gesagt, es hängt auch davon ab, was sonst in Ihrem karmischen Lager ist. Das kann ich jetzt nicht sehen, weil ich Ihr persönliches Geburtshoroskop ja nicht habe. Es könnte jetzt nur also dazu kommen, dass das ausgeschüttet wird, dass da was Schönes passiert. Gleichzeitig ist aber das neunte Haus sehr wichtig, denn es steht für Ihre Weltanschauung. Denn letztlich jeder glaubt an irgendetwas, ja. Und auch der Mensch, der vorgibt, an nichts zu glauben, glaubt an etwas, weil er sagt ja letztlich, glaube, dass es nichts gibt und daran glaube ich im Endeffekt, ja. So glaubt jeder an irgendetwas. Und die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Glaubenssystem oder mit ihrer Weltanschauung wäre jetzt auch ein guter Monat dafür. Denn letztlich wird sich ihr Weltbild oder ihre Weltanschauung oder ihre Glaubenseinstellung, das ist ja das, was sich letztlich dann in allen Handlungen zeigt, wie sie leben. Und somit wird ein Mensch, der meinetwegen an dies oder jenes glaubt, ja, sich anders verhalten als wie der Mensch, der an das oder etwas anderes wieder glaubt. Das hängt immer von dem jeweiligen Weltbild ab. Und deswegen steht das neunte Haus auch für ihren Lebenssinn, für ihren Lebenszweck, für ihr Schicksal, für ihre Berufung, für ihren Glauben. Und es wäre deswegen Oktober besonders lohnend, sich eben mit diesen Fragen, an was glauben Sie? Was sind für Sie die höheren Lebensgesetze? Ja, was bedeutet für Sie Wahrheit? Ja, da gibt es dann von vielen immer die Aussage, die sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Ja, das Wahrheit ist alles relativ. Aber schauen Sie mal, wenn Sie allein über den Satz nachdenken, ist natürlich unlogisch, weil jemand, der sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, ist eine Falschaussage in sich, weil in dem Moment, wo er sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, das ist ja schon eine verabsolutierende Behauptung und damit hat sich der gerade selber ins Aus argumentiert. Folglich kann man nicht sagen, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Das ist eine unrichtige Aussage. Folglich gibt es eine absolute Wahrheit. Und das neunte Haus steht eben für diese höheren Lebensgesetze, für die höheren Ideale, für die Ethik, für die Moral, für die göttliche Ordnung, für das Dharma. Und dies zu erforschen, diese Gesetze mehr zu entdecken und auch danach zu lernen, nach diesem zu leben, womit auch der eigene Lebenssinn viel zu tun hat, da kämen Sie jetzt besonders weiter im Monat Oktober 2019. Denn bitte überlegen Sie mal an der Stelle, wenn wir also annehmen, es gibt eine höhere Ordnung oder einen Gott, ist ja egal, wie wir ihn jetzt bezeichnen, dann gibt es offensichtlich auch einen Willen, ja, wie seine Schöpfung funktionieren soll. Und es hat nichts mit einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion zu tun. Es ist egal, ob ich jetzt Christ bin oder Jude oder Moslem oder Buddhist oder Hindu, ja. Und da ist die Frage, diese höhere Ordnung, die es dann gibt, was sind das für Gesetze? Was ist für den Menschen vorgesehen? Wie soll er leben? Oder wie kann er in Übereinstimmung mit diesen göttlichen Prinzipien leben? Das ist neuntes Haus, dies zu verstehen. Und dafür hätten Sie jetzt gute Inspirationsgrundlagen, diesen höheren Gesetzen,
die letztlich den Weg zeigen, wie sie auch zur höchsten Erfüllung kommen, mehr auf die Spur zu kommen, mehr auf die Schliche zu kommen. Deswegen verstehen Sie jetzt auch gleich die weiteren Bedeutungen des 9. Hauses. Das 9. Haus steht auch für einen Guru. Warum einen Guru? Ein Guru kann eine hochentwickelte Seele sein, die Ihnen hilft, mehr Licht in Ihr Leben zu bringen, mehr Verständnis für Ihr Leben bei Ihnen auszulösen, ja, für die Lebensgesetze. Es steht aber auch das 9. Haus für Pilgertouren oder Reisen an Kraftorte, Reisen an heilige Orte, weil indem ich solche Dinge tue, komme ich vielleicht mehr mit meiner Seele in Kontakt und bekomme Führung von innen und bekomme die Antworten auf meine Fragen meines Sehens des Lebens. Sie sehen, zusammenfassend möchte ich sagen, da könnte ich jetzt sehr viel drüber sagen, dass es sich lohnt, sich mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens, worin bestehen die höheren Wahrheiten, die ich erkennen sollte, wie kann ich nach diesen besser leben? Und lade solche Fragen, das löst das 9. Haus aus. Und je mehr Sie sich auch diesen Gesetzen, sage ich jetzt einmal, diese akzeptieren, umso mehr werden Sie auch Ihr Leben in Richtung Blüte, Erfüllung, Wachstum, Freude bringen. Ich will ja nicht predigen, aber ich will Ihnen nur aufzeigen, wie alles zusammenhängt, wenn Sie immer nur ans Christentum denken. Ja, die Christen beten zum Beispiel im Vater unser, dein Wille geschehe. Ja, warum ist es so? Ja, weil es Teil der Aufgabe des Menschen ist, unseren Willen zu dem Seinen zu machen. Sprich, unser Leben in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen zu entfalten. Aber dazu müssen wir auch kennen, worin dieser göttliche Wille oder die höhere Ordnung eben bestehen. So, beim Wassermann bin ich schon immer heiß, weil das ist das 11. Video. Sie wissen, es gibt ja 12 Zeichen, also entschuldigen Sie bitte meine etwas belegte Stimme. Nun, das 9. Haus. Sie sehen lauter wichtige, gute Bedeutungen und ich wünsche Ihnen, dass Sie im Suchen Ihrer Berufung, im Suchen und Finden Ihres Lebenssinns, im Erleben erhellender Momente einen ganz besonderen Oktober 2019 haben werden. Nun bleiben diese Planeten aber nicht in diesen Positionen, denn wie Sie gleich sehen werden, verändert nämlich jetzt die Venus ab dem 9. Oktober ihre Position und geht dann raus ins 10. Haus. Dann verbleiben Mars und Sonne im 9. Haus. Auf einer äußeren Ebene kann dies anzeigen, dass es etwas Stress in der Beziehung gibt, oder in der Ehe gibt, genauer gesagt, ab dem 9. Oktober plus die Zeit in etwa bis 23. Oktober. Was wir aber auch in der Hand haben, denn natürlich können wir uns ja durch Selbstbeherrschung über komische Gefühle in uns erheben und unsere Unzulänglichkeiten auch lernen zu beherrschen. Dann sehen wir, dass wir ab 9. Oktober Merkur und Venus den ganzen Monat, also 3 Wochen, könnte man sagen, mehr als wie das, im Haus der Karriere haben. Das bedeutet, ab 9. Oktober sind Sie sehr geschickt, diplomatisch, charismatisch, talentiert, versiert, offen in der Weiterentwicklung Ihrer Karriere. Wenn Sie demnach Interesse haben, beruflich Ihren Aufstieg weiter zu formen, dann stehen Ihnen ab 9. Oktober diese ganzen Werkzeuge, ja auch dieses Werkzeug besonders sprachlich
geschickt sein zu können oder auch diplomatisch in der Sprache sein zu können, aber auch ihre Talente mehr zu zeigen. All dies steht ihnen mehr zur Verfügung, wodurch sie in ihrer Karriere, besonders in der Zeit ab 9. Oktober bis Ende des Monats, gut vorwärts kommen können. Nun, die Sache mit den anderen Planeten ist die, die verändern ihre Position im Oktober ja nicht. Also Jupiter, Saturn, Keto und Rahu, die bleiben ja unverändert in diesen Positionen, weil sie langsam laufen und mehrere Monate in diesen Zeichen sind. Und so haben sie Jupiter im 11. Haus, was natürlich sehr wichtig ist, denn Wassermann ist das 11. Zeichen, Jupiter ist im 11. Haus. Und das bedeutet, dass ihr Freundeskreis wachsen kann, dass das Netz der Gleichgesinnten, mit denen sie sich verbrüdern wollen, weiter sich ausdehnt, dass ihre Gewinne oder Einnahmen zunehmen. Ne? Denn das tut ihnen gerade momentan gut, denn umgekehrt betrachtet haben sie ja Saturn und Keto im 12. Haus. Saturn sind ja sie, Saturn regiert in der indischen Astrologie den Wassermann. Das 12. Haus hat auch etwas zu tun mit Ausgaben. Also achten Sie darauf, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, damit von dem, was Jupiter im 11. Haus bringt, schon genügend übrig bleibt und nicht gleich wieder alles hier hinausgeht. Gleichzeitig ist es so, dass Sie längerfristig betrachtet, bitte, das ist jetzt nichts nur für den Oktober, die Qualität mehr entwickeln sollen, sich zurückziehen zu können, Zeit für Meditation zu haben, Zeit zu haben, rauszugehen aus dem Hamsterrad, Zeit zu haben für Alleinsein und nachzusinnen. Nur um hier auch weiterzukommen, gehört aktuell dazu, dass sie auch Rahu im 6. Haus weiterentwickeln, und das bedeutet, um mehr frei sein, mehr Ruhe und mehr loslassen und mehr Rückzug auch genießen zu können, Saturn, Keto in Haus 12, gehört es dazu, dass sie zuvor oder gleichzeitig auch sehr gut sich um ihre Verpflichtungen kümmern, ihren materiellen Existenzkampf, um ihre Gesundheit. Denn ist doch klar, wenn Sie zuvor gut gekämpft haben, Rahu in Haus 6, dann wird Ihnen der Rückzug, die Pause, die Unterbrechung, die Stille noch viel mehr geben, weil Sie das mit dem Gefühl tun, ich habe mich zuvor bemüht, mein Bestes zu geben, ich habe mich auch angestrengt, und deswegen freue ich mich auch jetzt, wenn ich Pause habe. Ja, und hier, Work-Life-Balance, ja, möchte eben mehr Gleichgewicht entstehen. Die Betonung liegt aber im Moment mehr darauf, auch den Pflichtpart, den materiellen Existenzkampf, auf eine solidere Weise entwickeln zu können und sich den Herausforderungen mit Willenskraft und Mut entsprechend zu stellen. Gut, das waren für Sie Aszendent Wassermann die Hauptthemen so für den Monat Oktober 2019. Nun zum Schluss nochmal die Erinnerung an den großen Selbsterkenntnis-Herbstmarkt, den meine Ehefrau Brunhilde Feiner veranstaltet. Hier finden Sie Nahrung für die Seele, noch geöffnet bis zum 14. Oktober mit großen Rabatten auf eine bestimmte Anzahl vedischer Horoskope. Dazu ist für Sie vorbereitet unterhalb dieses Videos ein Link. Und auch nochmal die Erinnerung, wenn Sie noch nicht registriert sind, davon aber auch profitieren möchten, von meinen vedischen Astro-News mit immer brisanten Informationen, dann finden Sie auch dazu vorbereitet unterhalb dieses Videos einen Link.
Ja, das wäre es dann schon gewesen. Und so wünsche ich Ihnen natürlich wieder einen fantastischen Oktober 2019, verbunden mit dem Wunsch, dass Sie sich selbst und Ihrem Licht, das innen auf Sie wartet, immer näher kommen, immer näher zu Ihrer Wahrheit und Ihrem Licht und viel, viel Freude und Gutes für den Oktober. Bis bald im Oktober werden wir uns dann wiedersehen, wenn es darum geht, die Sterne für November 2019 zu deuten.